Okay, dann hat die Liturgie, die ich eingespeichert habe, folgenden Effekt. Um ihn erstmal anzugreifen, ist eine LKP Stern durch 2, in diesem Fall also 16, also 8, erschwerte Mutprobe nötig. Also Mutprobe plus 8. Genau, und Attacke und Parade sind jeweils separat um 8 Punkte. Okay. Entfällt diese Erschwernis, sobald sie dich einmal erfolgreich angreifen, oder war das bei was Nein. anderem? Es geht Nee, nur ich. darum, du kannst mich gar nicht angreifen, bis du die Mutprobe halt schaffst. Aber Ja, das ist wie die goldene Rüstung. genau, Ach aber nee, das unabhängig ist davon. echt ein Schreckgestalt. Da kannst du dir die Erschwernisse wieder streichen, sobald du erstmal einen Angriff schaffst. Genau. Und jetzt ist die Dämonen sind Rüstung. da. Sind die immun dagegen? Nope. Dämonen? Das steht nirgendwo. Wobei, andererseits, Dämonen haben keinen Mut. Also Dämonen haben keine Eigenschaften, nein? Gut, andererseits ist Dann. halt göttliches Wirken, das da Ja, wirkt, dann ne? Das geben die ist halt. trotzdem. Okay, die kriegen die würfeln keine Mutprobe, aber sie kriegen die Erschwernis. Können wir uns gerne so drauf einigen. Das klingt wie ein Deal. Denke auch. Ich denke sowieso, diese Mube ist halt eh Ansonsten könntest du halt den aktiv. Gefahrenwert des Dämons für den Mutwert ansetzen. Oder musst du halt jedes Mal nachgehen und sehen, was der Gefahrenwert des Dämons ist. So, dann hat die Objektweihe an sich aber auch eine Wirkung, korrekt? Ja. Du kriegst die ganz normale Grad 3 Wirkung mit. Und Ist ja nicht zwar groß. LKP Stern Viertel hast du Rüstschutz gegen Dämonen. Also 21 durch. Hier Ist wären das in diesem nicht. Fall 5 Punkte. Ist das nicht noch irgendwie höher gegen Dämonen der Gegendomäne? Nee, oder? Nee, ich glaube nicht. Nee, ich denke an Schaden. Shit, so rum war's. Und das Ganze Ja. hält LKP Stern Wochen, also 21 Wochen. Beziehungsweise bis du die Liturgie auslöst. Ja, was mit sehr großer Wahrscheinlichkeit Wahrscheinlich vorher sein eher ist, wird. genau. Ja, aber nur, dass wir es wissen. Okay, und Zulamin möchte eine eigene Liturgie einwirken. Und zwar habe ich das in Kunchom gemacht, wir haben es nur nicht ausgewürfelt. Ich gehe nochmal durch, was ich damals machen wollte. Und zwar stufe ich von Grad 3 auf Grad 4 auf, und zwar in der Kategorie Anzahl, weil ich eben auch noch meine Waffen und so mitweihen wollte. Damit steigt dann aber auch der Rüstschutz gegen Dämonen von LKP Stern Viertel auf LKP Stern Halbe. Eine interessante Frage wäre, ob ich 7 bis 12 Mitbeter zusammenkriege, denn ich bin ja Auserwählte der Göttin und in Kunchum weiß man das. Ich bin mir sicher, in Kunshin zahlst du dafür einfach 20 Dukaten in den Tempelkasse und du kriegst die. Ja, Das ist so, also das ist ja ich richtig. meine, stell dir, das ist so, wie wenn du irgendwie, du hast schon ein Dutzend Mönche dafür bezahlst, damit sie für dein Nachleben beten, so bezahlst du halt denen, dass sich die Tempelgemeinde am diesjährigen Preiostagsdienst halt für dich Also betet. drei bis vier kriegst du. Sieben wird schwierig. Die sind einfach nicht da. Es müssen aber keine Geweihten sein, also Akolyten würden sie auch Ja, okay, tun. wenn es Akoluten, ja, die Es haben wir können vor allem auch. ganz normale Gläubige sein. Dann passt das. Okay, gut. Also so viel, also es gibt keine sieben Geweihte in Kunchom, die sind dann unterwegs oder irgendwo anders und Es gibt sie Ja, bei den genau, nicht im das war Tempel. ja. Nicht im Genau, Tempel. das wäre genau, das wär unrealistisch. Gut. Dann gehen wir durch, was sonst ist. Ja, das obere kirchliche, göttliche Auftrag, es war vor Elborum. Ist es wieder die minus 5 oder? Nee, würde ich dir in Kunchum nicht geben. Okay, dann nicht. Dann ist es ein Tempel meiner eigenen Gottheit. Das ist die minus 3. Zeitpunkt ist egal. Ist auch egal. Dann gibt es eine plus 6 wegen Grad 4. Das sinkt auf minus 3. Minus 2. Das heißt, es ist noch um 1 erschwert. Das sind 15 Punkte. Und dann wäre die Frage, ob noch welche von Raphim kommen. Okay, das ist ein Tempel für mich. Das sollte also kein Problem. Da kriege ich eine 1. Kriege ich sonst irgendwelche Boni, Abzüge, wie auch immer? Meines Wissens nicht, ne. Mir würde auch nichts einfallen, okay. Es ist, ich wirke in deinem Fall dann eine Grad 4 Liturgie, korrekt? Das ist das, was du wirkst, was da die Erschwernis? Plus 6. 6, also plus 5 insgesamt. Sehr technisch heute alles. 5 Punkte. Na, wir haben ja gerade gesagt, wir haben die Zeit. 5 Punkte würde ich beisteuern. Gut, und für jeweils 3 kriege ich einen LKP-Stern dazu. Ich nehme mal an, das ist dann einfach einer.
Vielen Dank. Also erzählt haben wir es ja schon. Dann habe ich jetzt auch Werte und trage die im Forum ein. Sehr gut. Ich würde gerne auch noch was tun. Wir haben ja 3 Stunden Zeit etwa. Ja. Ich würde mir gerne einen erhöhten Aussichtspunkt hier in den Ruinen suchen. Und zwar einen, der nicht gleich beim Betreten zusammenbricht. Also einer von den Ruinen hier. Indem ich die Umgebung überblicken kann. Deine Baukunst ist hoch genug, würde ich dir zugestehen, klar. Dann würde ich mich mit einem Oculus nach einer Kraftlinie umschauen, weil es hieß doch, der Tetraeder kann Kraftlinien umlenken, aufspalten, die Sphären aufspalten. Und dazu müsste eine Kraftlinie oder mehrere vorhanden sein. Und diese würde ich suchen. Grundsätzlich ist es erschwert um 7 Punkte. Ich lasse mal Zeit, ich kriege eine Rechnung von 4 Punkten. Falls eine Kraft hier vorhanden ist, wird es mal erleichtert um die Linienstärke, beziehungsweise Kraftstärke, weil es ein Nodex ist. Aber ich würfel erstmal eine +3 pro auf den Oculus Astralis. Ja, das Ganze dauert dann eine Weile und ich schlage danach, die ich diesen Zauber gesprochen habe, die Augen auf und das astrale Geflecht um mich herum entfaltet sich. Du kannst eine Kraftlinie direkt über dir erkennen, die über deinem Kopf entlang schwebt, nachdem du dich 5 Minuten konzentriert hast, die Sphären so ein bisschen aufgezogen und dann kannst du tatsächlich wohl eine Linie erkennen mit Komplexität, Zeit, würdest du meinen. Du würdest sie eventuell mit der Satinaf-Kette in Verbindung setzen. Und im Süden von dir, du bist nicht genau, also du kannst es erahnen, da hinten muss sich irgendwo der Baron Ulla befinden und sicherlich genau dort drüber kannst du eine weitere Kraftlinie entdecken. Musst dich mit deinen Augen aber auch wirklich konzentrieren und zusammenkneifen. Die ist allerdings, sie hat eine Farbe, du kannst die Farbe sogar schmecken auf die Entfernung, aber du kannst kein Merkmal zuordnen. Gut, ich würde mich dann zumindest einmal auf diese Temporallinie einstimmen. Und zwar dauert es etwa eine Viertelstunde. Ist eine Intuitionsprobe +3, erleichtert um die halbe Linienstärke. Was auch immer. Also wenn du sagst, die Linienstärke ist 6, 8, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also die Satinaf-Kette 1 ist lang und dementsprechend würde sie auch, vor allem weil sie an Dragenfeld vorbeikommt, würde ich sie schon sehr hoch ansetzen. Sie ragt eben vom ewigen Eis über verschiedene andere Linien, wie die Baselius-Linie oder das Hexenband, vorbei an Dragenfeld. Das ist schon eine ziemlich starke Linie, ja. Gut, kann ich auch ausgehen, die Intuition bleibt +3, +-0 dann, mehr oder weniger. Ja. Dann würde ich mal einfach eine Intuitionsprobe würfeln, um mich auf diese Kraftlinie einzustimmen. Gut. Es ist mir gelungen. Es gilt eine spontane Modifikation und Zauber, die ich wirke, kosten mich mindestens eine ASP weniger, beziehungsweise bei der Kraftlinie mal C2, was ich besitze, Linienstärke halbe in ASP. Also allein als Kostenersparen sozusagen etc. Das gleiche gilt auch für Zauber und Rituale. Bekomme ich eine Erleichterung von Linienstärke, Kraftstärke, Nodigstärke von 1/3. Ja, wenn du dich auf die Kraftlinie einstimmst, solange du immer noch mit deinem Oculus-Auge dich umblickst, hast du das Gefühl, als würden Schemen durch die Ruinen unter dir gehen, als würdest du dann nicht mehr in einer Ruine sitzen, sondern in einem zweistöckigen, doch recht profanem Gebäude und dass du auch noch Schatten von Menschen erkennen kannst. Und je weiter du dich konzentrierst, desto urtümlicher werden sie, wenn du sie dann flüstern hörst. Erst dachtest du, es wäre der Wind, aber dann hörst du sie flüstern, nicht nur auf Thulamidia, sondern je länger du dich darauf konzentrierst, desto mehr wird es zu einem urthulamidischen Aspekt. Ich würde dann probieren, mal die Augen zu schließen und mich mal probieren, die einzelnen Stimmen auseinanderzuziehen, um zu hören, was sie reden, über was sie reden, aus welcher Zeitepoche sie stammen, eventuell sogar vielleicht, wenn es mir gelingt. Ja, also wie gesagt, das Flüstern ist sehr leise und du musst dich gut darauf konzentrieren. Würfel mal eine Probe auf Urthulamidia. Sekunde.
Ja, du hörst ja wohl, wie gerade so ein Viehbauer mit seinem Sohn spricht. Es ist, wie gesagt, urtulemitischer Akzent, sicherlich vor den dunklen Zeiten, so wie du dieses Wispern des Windes deuten kannst. Also deutlich, ja, doch schon deutlich vor den dunklen Zeiten, also vor den Schlachten an. Wo ist die zweite Dämonenschlacht gewesen? In Garrett, meinst du es noch? Nee, das war die erste. Dann ist die zweite bei Briglo. Briglo, danke. Also deutlich vor der Schlacht von Briglo, würdest du meinen. Du kannst auch so einen ganz milden bosbaranischen Akzent darin hören, als ob es rein erzogen worden ist, aber noch weggedrückt wird. Und sie unterhalten sich wohl über die Schattensultane von Kunthium und dass das Bannland von Bastrabun wohl nicht mehr so funktioniert wie ehemals. Und dass wohl auch einige elburische Händler Handel mit Inexen treiben. Also finden wir uns wahrscheinlich in der Zeitepoche, nachdem Diamanten und Sultanat langsam auseinanderfällt und in ihrer Satrapenstaaten zerfällt und so. Genau, also das ist natürlich ein sehr weites Gebiet und das ist alles auch sehr vage, was du hörst. Du konzentrierst dich halt immer nur noch auf diese Kraftlinie, aber da fließt wohl unglaublich viel Energie rein. Ja, ich würde auch durch dich. Ich würde diese Energie auch benutzen, und zwar indem ich einen Tempostasis in meinen Zauberspeicher hineinspreche. Ja. Normalerweise hat man dadurch keine Modifikation, aber durch Einstimmung auf diese Kraftlinie halte ich ja, wie gesagt, ein Drittel der Kraftlinienstärke als Erleichterung. Ich weiß nicht, was jetzt bewirkt, aber ich würfel einfach mal. Normal wäre es ja plus 2, wenn man in den Zauberspeicher einspricht. Ich würfel trotzdem mal gucken, was rauskommt. Mach mal. Du kannst sie weiter flüstern hören, der Junge soll das bloß nicht laut sagen, man spricht nicht über die Schattensultane, beziehungsweise Schatten sollte man sowieso nicht sagen. Der Sultan von Kunthium ist ein mächtiger Kopter und der wird schon wissen, was das für das Reich am besten ist. Und gerade auch dieser Trapin Elborum ist wohl unglaublich brutal verschrien. Solange man in der Nähe von Jerkesh ist, sollte man wohl sicher sein. Aber der Junge soll das wohl bloß nicht so laut sagen. Ich hätte vorher ansagen müssen, wie viel ich mich selber erschwere, weil es gibt ja dann sozusagen die Erschwernis, ergibt nochmal die Wirkungsdauer in Kampfrunden. Also ich habe jetzt mal plus 3 Kampfrunden, um zu strapazieren und so. Gut, 3 Kampfrunden. Und dann würde ich langsam diesen Oculus verklingen lassen und wahrscheinlich verschwinden damit auch die Stimmen in meinem Kopf. Ja, der Wind wird leiser, du musst dich ein bisschen schütteln und dann bist du nicht mehr in einem zweistöckigen Gebäude, sondern wieder in dieser rauchenden Ruine und du hast wieder diesen Geruch nach Menschenfleisch in der Nase. Und nach Pferden, viele Pferde. Und du kannst gerade sehen, wie Raphim sich so ein bisschen krustiges Blut von seinem Gesicht und von seiner Rüstung kratzt und dann wohl aufbruchbereit aussieht. Ich verziehe das Gesicht und ich wünsche mich immer in die alte Zeit zurück, aber ich kann es nicht ändern und würde mich dann aus dem Schnell zerheben und zu den anderen wieder zurückgehen. Naja, ich darf berichten, ein voller Erfolg. Komm, wenn wir sowieso schon würfeln. Ich hätte gern Salander Mutanda einmal Reichweite erhöht gegen MR10. Ich lasse mir natürlich Zeit, das ist dann Reichweitenerhöhung 5, 4, einer Erschwernis, die sich auf 1 halbiert. Das sind 14. Das sind 4 Sterne. Das heißt, es ist gelungen und dein Artefakt funktioniert wieder? Zauberstab, aber ja. Zauberstab. Ganz kosmisch natürlich die üblichen. Ja, mit einer Aktion kannst du dann jemanden salandrieren in Kröte? Ja, mach mal Kröte. Gut. Stimmt, hätte ich vorher sagen müssen. Ja. Mann, wird sowieso nicht funktionieren, weil ich immer noch Leute salandriere, die mehr als 10 MR haben, aber man darf ja hoffen. Man darf ja hoffen. Oder du suchst einfach die richtigen Gegner aus. Die restliche Reise bis nach Jerkesh wird relativ friedlich verlaufen. Ihr könnt dann tatsächlich mit strammem Stritt dann einen ganzen Tag marschieren beziehungsweise mit den Pferden reiten. Genug Pferde habt ihr ja. Wollt ihr die alle mitnehmen? Ja. Ja, dann habt ihr auch Handelsware oder so etwas. Dann habt ihr jetzt, glaube ich, 4 neue Pferde. Ich meine ja. 5, wenn es nach den Token geht.
5 neue Pferde. Auf der Weg könnt ihr doch ein paar gorischen Streußen entgegenblicken, die dann hier wohl irgendwie ihre Hälse in irgendwelche Löcher gesteckt haben, damit sie dann nicht von euch entdeckt werden. Und einen aranischen Rennkuckuck könnt ihr am Horizont noch entlanglaufen sehen, wie er wohl gerade vor einem anderen Wolf oder so etwas flüchtet. Ansonsten geschieht relativ wenig in dieser barbarischen Steppe. Irgendwann nach grob einem halben Tag könnt ihr den Baron Ula fließen sehen. Ihr biegt dann nach rechts ab und reist in Richtung Westen, wo dann auch ausgeschildert steht Jerkesch. Ja, was ihr dann auch erreicht am Ende des Tages. Was ihr erkennen könnt, ist, die Stadt ist wohl nicht sonderlich groß. Auf einem kleinen Wegstein könnt ihr dann so grob 1400 Einwohner erkennen. Gemeinsam mit dem Schild, eine schwarze Katze auf Silber, die hier abgebildet wird. Aber was ihr erkennen könnt, ist, dass wohl eine ganze Menge Gäste anwesend sind, die dann nicht nur in Zelten außerhalb der Stadt warten, sondern auch eine ganze Menge Gäste, die gerade innerhalb der Stadt sind. Es sieht aus wie eine Festgesellschaft. Und ihr könnt Wappen erkennen. Eine Heraldikprobe bitte. Nein. Ernsthaft, ich hoffe, ich habe Heraldik nicht mal. Ich habe das. Aber wahrscheinlich nicht so gut. Du bist ja auch ein dreckiger Mittelreicher. Ich bin kein dreckiger Mittelreicher. Entschuldigung, ich habe das, um die Erhabenen auseinanderhalten zu können. Die Erhabenen brauchen keine Waffen. Die Erhabenen erkennt man an ihrer Erhabenheit. Gar nicht so gut, Philamin. Also ihr alle könnt, außer Serpentilio, weil der noch nicht da war, könnt selbstverständlich das Haus von Zorgan identifizieren, was wohl angereist ist. Wer auch immer jetzt aus Zorgan hier ist. Und Abel, mir kann tatsächlich ein neues Wappen erkennen, das ihr noch nicht gesehen habt. Und zwar Baburin, beziehungsweise das Hauswappen der Revennes. Ah, dieses Wappen kenne ich. Meine Frau erzählt mir davon. Dies scheint ein barbarinisches Wappen zu sein, des Hauses Revenes. Also Eleonoras Haus. Das ist nicht gut. Ich nehme an, jemand, der uns Schwierigkeiten machen kann? Allerdings, sie ist die Maharani von Aranien und aus irgendeinem Grund scheint sie mich nicht zu mögen. Können wir noch abbiegen? Also im Prinzip könntet ihr vor der Stadt anhalten, wenn ihr wollt. Bisher gibt es da so die ein oder anderen Wachen, die ihr erkennen könnt. Ihr könnt eine Staatskunstprobe würfeln. Zusätzlich zu der Heraldikprobe. Kann ich das auf Rechtskunde ableiten? Auch das habe ich nicht und weigere mich, darauf zu würfeln. Rechtskunde plus 10, ja. Kein Söldnervertrag, nehme ich an. Nicht mein Auftrag, solche Dinge zu wissen. Abelmir, du kannst sogar die nicht nur die Heraldik, sondern auch die Hauswappen und die einzelnen Personenwappen zuordnen. Und auch durch die Anordnung, wie die Wappen angeordnet sind. Du kannst wohl noch das Wappen von Palmyra Bad zuordnen. Gerade wenn du dich dann noch kurz mit Diamantis unterhältst, das ist das Wappen von Rashpatana persönlich. Und das hängt direkt neben dem Haus von Zorgan. Und aus dem Wappen des die Revenes, das Revenes-Wappen, das ist wohl nicht das persönliche Hauswappen von Eleonora, sondern von ihrem Bruder, Sultan Assad ibn Merkan. Nun, hier treiben sich einige hochrangige Persönlichkeiten herum. Dort seht ihr das Prinzenwappen und dort das persönliche Wappen von Palmyra Bad. Die Rashpatana scheint wohl hier zu sein. Oh. Nun. Das wird natürlich Diamantis freuen, vermute ich. Zulamin wirft einen Blick zurück zu Diamantis. Nun gut, dann werden wir wohl darum nicht herumkommen. Könnt ihr sagen, ob Eleonora selbst anwesend ist? Nein, es scheint wohl ihr Bruder, der Prinz, zu sein. Oh, die Göttin sei gepriesen. Was treiben sie alle hier, fragt man sich. Dies könnte sich als nachteilig dabei sind, falls sie uns im Weg sind. Ja, das könnte es, aber nun, die Wachen haben uns schon gesehen. Es würde jetzt komisch wirken, einfach umzudrehen. Warum sind sie hier überhaupt? Ich denke, wir sollten
Wir sollten sagen, dass wir zu Ashpatana wollen. Das scheint mir am angemessensten. Vielleicht haben wir gehört, dass sie in der Nähe ist. Warum auch immer.